Morgen. So, heute Montag bei mir und ja, ich packe jetzt das Auto und dann geht's los. Dann werde ich als allererstes meinen Vater abholen. Den fahre ich dann zu seiner Mutter. Das ist meine Oma, die gerade in einem Pflegeheim ist und ja, der es halt nicht so gut geht. Ja, und da fahre ich dann auch mal vorbei und besuche sie. Und ja, dann später geht es von da aus weiter nach Köln zu meiner anderen Oma. Die besuche ich dann auch und da verbringe ich morgen den Tag. Bevor es dann, ich denke mal spätestens morgen Abend oder übermorgen früh, allerspätestens, wieder nach Hause geht, dass ich Mittwochmittag wieder hier bin, wenn Angie nachmittags frei hat. Ja, so ist mein Plan. Und ja, ihr wisst ja schon, Pläne laufen bei mir meistens nicht so ab, wie sie letztendlich geplant sind. Von da an bin ich gespannt, was heute dabei rauskommt. Jetzt erstmal Tasche fertig packen und dann los. So, ich habe alles gepackt. Jetzt geht's los. Jetzt fahre ich erstmal Richtung Miltenberg. Gut, bis denn. Ach ja. Nostalgie pur. Ich bin wieder in altheimischen Gefilden. Hier gerade die Ecke um Obernburg rum fahre ich gerade vorbei. Ja, hier bin ich ja aufgewachsen und meine Jugend quasi verbracht. Ist schon ja, sehr, sehr cool. Ich freue mich immer, wenn ich mal hier in der Ecke bin. Ja. Siddele. Ja, wunderbar. Habe ich meinen Vater eingesackt. Und jetzt fahren wir direkt weiter nach Biedenkopf hoch. Ja, jetzt fahren wir nach Biedenkopf. So, haben wir gerade mal eine Pinkelpause eingelegt. Prinzipiell kommen wir sehr gut durch. Von da an, ja, wir kommen gut durch, würde ich schon sagen. Und ja, jetzt haben wir gerade so rumgespäßelt, ob man hier denn Drohne fliegen dürfte. Ich kann ganz kurz mal schauen. Ich kriege ein rotes. Über Naturschutz. Nein, darf man nicht. 100 Meter seitlich von Bundesstraßen. Wir sind gerade 10 Meter neben der Bundesstraße. Ja, schade. Schade, schade. War ja auch klar, ne? Ja, mittlerweile sind wir angekommen. Wir waren gerade noch einkaufen. Bei Lidl. Und jetzt sind wir beim Häuschen von meiner Oma angekommen. Und ja, wir packen jetzt nur die Einkäufe aus und dann fahren wir ins Heim und werden sie besuchen gehen. Nachher werden wir noch was essen, bevor ich dann weiterfahre Richtung Köln. Ja, jetzt laden wir aus. Ich glaube, ich soll helfen. So, jetzt sind wir hier am Heim angekommen. Und ja, hier war ich schon mal, auch mit meinem Vater, damals noch, da haben wir einen Hund reingeschmuggelt. Also ich hatte mal einen Chihuahua, also einen kleinen Hund, den haben wir unter der Jacke reingeschummelt. Aber beim zweiten Anlauf erst. Ja, beim zweiten Anlauf, weil wir, also hier vor uns, ich drehe mich gerade mal um, da geht jetzt eine Tür rein und dann gibt es nochmal eine Tür. Und wir waren kaum drin und dann hat er angefangen unter meiner Jacke Radau zu machen. Dann sind wir vor lauter Schiss erstmal wieder raus und dann auf dem zweiten Anlauf hat es funktioniert. Okay. Gut, wir machen uns. Na? Tschüss. Na? War schön, dass du da bist, gell? So, wieder raus. Ja. So, Wohnheime, ja, nie schön. Aber gibt halt im Moment leider keine andere Lösung. Die Endlösung wird dann mal sein, dass ein Heim gesucht wird, was bei meinem Onkel in der Nähe ist, dass halt öfter jemand vorbei kann. Weil Problem ist halt, mein Vater kann nicht ständig vorbei, mein Onkel noch weniger. Ja, von daher ist jetzt erstmal schwierige Zeit und hoffen wir, dass das schnell über die Bühne geht und dann Umzug stattfinden kann. Naja, gut, jetzt fahren wir erstmal ins Haus von meiner Oma zurück und dann werden wir was zu essen machen.
Ja. Gut. So, jetzt sind wir in der Wohnung von meiner Oma. Und hier hinten geht's raus in den Garten. Da habe ich als Kind gespielt. Da gibt es noch Super 8 Filme von mir, wo ich hier durch den Garten flitze. Müsste ich mir auch mal irgendwie digitalisieren lassen. Also ich habe so ein paar Rollen davon habe ich zu Hause, aber natürlich kein Projektor und sowas. Aber ich müsste mir die mal digitalisieren lassen. Mein Vater hat gerade mal zwei Videos von mir gesehen, also zwei Vlogs. Das war sehr lustig. Er meinte, ihr seid ja immer nur am Fressen. Und ratet mal, was wir jetzt machen. Ja, wir essen. Guten Apo. Vollgefuttert. Jetzt mache ich mich nochmal 2 Stunden auf die Autobahn nach Köln. Wie immer, gut gegessen. Genau. Was soll man dazu sagen? Nix. Mein Vater, endlich mal Leute, die auch in den Vlog kommen, ne? Gut, ja, es ist dunkel draußen, ihr werdet von der Fahrt nichts sehen. Wir sehen uns dann in Köln. So, angekommen in Köln. Wir haben gleich 7:45. Zeit passt, gut durchgekommen, bis halt auf die Baustellen, wo man nur langsam durch kann, aber sonst war vom Verkehr her alles bestens. Ja, gerade nur die Taschen abgeschmissen, ein Glas getrunken und jetzt wird's gleich auf die Couch gehen und dann wird gequatscht und gequasselt. Die Oma freut sich. Habt ihr gehört? Die Oma freut sich. Willkommen im Video. So. Jo, jetzt haben wir es mittlerweile schon 10:30 und ja, durch die ganze Fahrerei, ich bin ziemlich platt. Ich werde jetzt hier mein Bettchen bauen und dann schlafen. Mal sehen, was wir morgen so anstellen, außer essen gehen. Da war es wieder, essen, herrlich, nein, aber ja, heute muss ich ins Bett. Von da an beende ich das jetzt mal hier und lasst mir doch eine positive Bewertung einfach da. Das wäre super. Und hier oben könnt ihr abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Es gibt echt welche, die das noch nicht gemacht haben. Den einen oder anderen. Und hier unten könnt ihr noch ein Video anschauen. Wir sehen uns morgen zum Daily Vlog.